Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Star Wars, das Buch von Boba Fett. Heute Folge 3. Ja, ich habe mir die ersten zwei Folgen natürlich schon angeguckt und ja, ich fand es bisher halt okay. Es hat mich jetzt nicht weggeflasht von den ersten beiden Folgen. Sie sind beide ungefähr gleich okay und im Gegensatz zu anderen fand ich die zweite Folge jetzt nicht wahnsinnig toll. Also es gab Also im Sinne von wahnsinnig, also ich bin jetzt nicht wahnsinnig umgehauen von der zweiten Folge, auch wenn es viele Cameos gab, das muss man ja sagen. Dabei war Black Chrysanthemum, heißt der Wookiee, glaube ich, der aus den Comics. Dann haben wir Kami und Fixer als Cameos, natürlich Max Rebo und die Pikes. Heißt, wir haben viele bekannte Charaktere bzw. Gruppen. Und mein Problem mit diesem in der letzten Folge war eigentlich nur, dass wir jetzt zu viel Flashback haben. Also ich habe irgendwie, es ist sehr, sehr, sehr langsam, die letzte Folge ist sehr, sehr langsam verlaufen und ja, deswegen würde ich mir ja so ein schnelleres Feeling quasi, ja, ein schnelleres Tempo halt wünschen, damit das ja eine spannende Serie wird, auch nicht nur vielleicht eine gute, sondern auch eine spannende. Natürlich werden die letzten Folgen wahrscheinlich die besten sein, also hoffentlich jedenfalls. Jedenfalls werden die dahingehend sehr gehypt. Und ich bin gespannt auf Folge 3 heute mit einer gleichen Folgenlänge wie die erste Folge. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und eine Anmerkung möchte ich kurz noch machen, weil ich habe auch, sag ich mal, das hört sich zwar jetzt merkwürdig an, aber auch Träume zum Beispiel, ist Träume sehr viel. Und auch zum Beispiel über diese Serie. Ich habe einmal geträumt, dass wir Live-Action Cat Bane sehen. Und gestern habe ich geträumt, dass wir Live-Action Cat Bane und aus irgendeinem Grund Moralo Eval noch zu sehen. Es war auf jeden Fall sehr interessant, sehr, sehr interessanter Traum. Keine Ahnung warum. Ich erzähle es einfach so. Einfach nur so. Folge 3. Los geht's. Also nach dem Zusammenschnitt haben die Hutten den Nachtwindorden geschickt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung diese Folge auf jeden Fall jetzt geht. Also wie gesagt, ich wünsche mir mehr in der präsenten Timeline quasi die Story und weniger Flashback. Also es soll auch dazu kommen, aber nicht so viel. Also jetzt sehen wir den Trailer-Shot von der Spinne, von dieser Mönch. Ich weiß, ich verstehe es auch bis heute nicht. Irgendwelche Mönche, die ihre Gehörne da rein implantiert haben. Sag ruhig, Jabba. Unter dem Schutz Jabbas des Hutten standen. Ist das eine Harry Potter-Referenz? Er kann dir nichts tun. Ich hatte Sorge, dass ihr beleidigt sein würdet. Master Bib hatte nicht den Einfluss eines Jabba. Daher stützte er sich auf unbequeme Allianzen, um sich Tribut und Titel zu sichern. Er war nicht wirklich mächtig und wie Jabba. Und füllte dabei die Taschen von Bürgermeister Mok Shais. Der Bürgermeister ist zu schwach. Das ist der Spielzug von jemand anderem. Ja. Oder noch höher. Davon sollten wir ausgehen. Dann warten wir. Und hat er einen Termin? Nein, Mistress Shand. Schon in Ordnung. Mistress Shand, okay. Okay, wer ist das? Ich bin Lord Appeal. Ich bin ein Wasserhändler im Arbeiterdistrikt. Niemand respektiert sie. Das reicht. Lass ihn ausreden. Nun, seit Lord Fortuna so tragisch gestorben ist, herrscht in den Straßen des Chaos. Trag es vor. Gut. Eine Straßengang voll dreister Rotznasen hat es gewagt, mein Inventar zu plündern. Ich wuchs umgeben von Wasser auf. Naja, Tatooine war auch einst von Wasser geträgt. Es ist wirklich faszinierend. Erzähl mir von dieser Gang. Ja. Die haben wir schon mal im Trailer gesehen. Sie sind halb humanoid, halb Maschine. Sie modifizieren ihre Körper mit Droidenbauteilen. Müssen wir uns mit Straßengangs quasi durchschlagen. Nicht mit den Hutten, sondern... Okay, jetzt quasi auf kleiner Ebene. Ich frage mich, wann dieses Gespräch, was wir in den Trailern gesehen haben, halt passieren wird mit den Captains von Jabba. Also, ehemaligen Captains. Ja. Wir haben's gestohlen. Das ist Frau aus dem Trailer. Seine Preise sind ein Verbrechen. Dann gewinnt euer eigenes Wasser. Ihr solltet alle arbeiten.
Es gibt keine Arbeit mächtiger Daimyo. Sieh dich doch mal um. Muss ich jetzt Boba Fett mit Politik auseinandersetzen? Im Sinne von, ja, Mindestlohn und Arbeit. Die Arbeitslosenquote ist viel zu hoch in Tatooine. Auf Tatooine nochmal. Dann arbeite dir jetzt für mich. 1300 Kredit? Gib ihm 500. Was? Sie schulden mir 1300. Das hatte ich schon verstanden. Nimm die 500 und betrachte die Sache als erledigt, wenn du weiterhin Geschäfte in meinem Revier machen willst. Also doch nicht mit Respekt, sondern mit Angst herrschen. Straßen von Mos Espa. Okay. Jetzt schon wieder Flashbacks. Mein Camino, das ist cool. Und Safe One. Jetzt sehen wir nochmal die Szene, wo er quasi rausguckt und seinen Vater verlässt. Camino, wahrscheinlich kurz vor Coruscant, wo er, keine Ahnung, Padme umbringen muss. Jetzt als Teil von den Tusken Raiders. Jetzt weiterziehen? Also jedenfalls sieht es so aus, als würde er weiterziehen und nicht mehr da bleiben. Finden wir jetzt vielleicht was raus über Crimson Dawn. Da sind die Helme, die wir in Mandalorian sehen dann. Also wo er den Jawan quasi dran vorbeigeht. Ist das nicht die aus Mandalorian, die Frau gewesen im Hintergrund? Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich glaube, das war die. Weil die auch die Droiden da als Gefolgschaft hatte. Die grüne Maske sieht so merkwürdig aus. Komm rein, setz dich. Nur leider sind meine Vorgesetzten auf Obadiah nicht bereit, Schutzgeld an mehr als eine Gruppe zu zahlen. Es gibt nur eine Gruppe. Ich treibe das Geld im Auftrag der Sandleute des Dünenmeeres ein. Diese Speederbike-Gang ist bedeutungslos. Wir sind in der Überzahl. Die Dünen gehören den Sandleuten, seit die Ozeane ausgetrocknet sind. Ich finde das so interessant, dass ich werde das aufklären. Dauernd quasi ansprechen. Du wirst nichts mehr von den Nikto-Sandreitern hören. Wie Tatooine früher aussah, so fruchtbar mit Wasser und so weiter. Zusammenarbeit. Irgendwas raucht. Was passiert? Das habe ich mir gedacht. Zerstört. Ganzen Banter ist tot. Und es sind auch Sandleuten, Leichen. Das ist der Anführer. Die Frage ist, wer das war. Waren das die Pikes? Ne, es waren die komischen Banditen. Jetzt wissen wir, warum er allein war, quasi in dem Mandalorian. Und der jetzt auch sie nicht als Verbündete hat, weil sie alle ausgeholt wurden. Das war ein kurzer Flashback. Oh Gott. Alter, Black Cassandra. The fuck? Warum steht da niemand Wache? Oder ist das nur ein Albtraum? Scheint auf jeden Fall gerade nicht so. Auch mal. Wo ist Fennec Shand und die Kamorianer? Ja.
Wir tun alle so überrascht, so wow. Das war definitiv ein Sound von Chewbacca. Kann man keiner erzählen. Also im Sinne wirklich von, dass es nicht nur Luke ist, wirklich Chewbacca. Also die wirken halt so nicht in dieser Star Wars Welt. Okay, das ist, warum sie das so. Ist da jetzt ein Rancor drin oder passiert da? Und das ist aber nur ein Gefängnis. Warum hat mich keiner gewarnt? Ja, was machst du jetzt? Essen, trinken. Warte ab, was sie als nächstes tun. Das sind Hutten. Abwarten. Abwarten gibt ihnen nur eine weitere Gelegenheit zuzuschlagen. Verzeiht die Unterbrechung. Zum Beispiel Cad Bane. Was ist denn? Die Zwillinge sind hier und sie haben ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk? Natürlich. An Rancor, ist das jetzt Mutti? Ja. Recht. Die HGDSO Andopa Ray Syndicate. Welches Syndikat? Von wem? Und was ist mit den Hutten? Und Bata, du Ata. No, und Bonnitscha. Und Luzi. In Rimashuk. Okay. Schatje Opa. Ja, das nennt man Loyalität auf jeden Fall. Lass ihn frei. Ja, die haben ja schon öfters mal zusammengearbeitet in den Comics. So ist das Geschäft. Und die Narbe hier, die ist ja irgendwie von Obi-Wan, hat wohl hier irgendwie, ja, da rein geschnitten. Ist das jetzt Mutti oder nicht? Das ist eher also wahrscheinlich Mutti. Okay. Es heißt, die Hexen von Dathomir ritten sogar auf ihnen durch ihre Marschen und Wälder. Okay. Jetzt werden auch noch die Nachtschwestern erwähnt. Sie wollen was? Auf ihm reiten. Also letztens die Fahrschule und jetzt die Rancor Reiterschule. Was? Nicht jetzt, ich bin beschäftigt. Antwort vom Bürgermeister. Er hat für mindestens die nächsten 20 Tage keinen freien Termin. Wäre denn Rancor? Den ganzen Ronto-Kadaver. Ich glaube, er hat Hunger. Sag Fennec, sie soll sich bereit machen. Wir warten nicht auf einen Termin. Ist immer der gleiche Shot, ne? Der findet, wenn sie da ankommen. Es sieht halt überhaupt nicht wie Star Wars aus, was die komische Gang da fährt und wie die sich kleiden, also weiß nicht, ob ich das jetzt mag oder irgendwas. Zum Bürgermeister. Wir haben ein paar Fragen an ihn. Wenn dir etwas am Atmen liegt, empfehle ich dir, deine nächsten Worte mit Bedacht zu wählen. Es kann sein, dass ich euren Termin doch irgendwie unterbringe, wenn ich ein paar der anderen verschiebe. Es gibt sicher welche, die nicht so drängen, wie der eure. Hat er gerade die Tür verriegelt? Lass mich. Ist er geflohen? Dank, Farrek. Dieses Schimpfwort. Warum wirkt das so langsam? Wann hast du die Wasserladung von einem Typen an? Vom Anfang?
Also, Entschuldigung, aber diese Verfolgungsjagd, die wirkt einfach so merkwürdig. Vor allem mega langsam und einfach. Nicht richtig, das ist aber ein Bild von Jabba oder irgendwie. Am Ton. Dass ich die Früchte, die Dings mal beschaffen musste. Hier Ezra und Zeb. Sind das nicht die? Oh, er nutzt sein Jetpack. Wo ist er? Mein Gott. Er ist bei den Pikes. Moksha ist weg. Er arbeitet für die Pikes. Jetzt haben wir mal eine Connection zu den Pikes. Auch im. In der präsenten Timeline. Also, es könnte immer noch Crimson Dawn sein. Das Syndikat. Ganz viele Pikes. Die ziehen in den Krieg. Und wir werden bereit sein. Ja. Ja, das war Folge 3 von Das Buch von Boa Fett. Und ja, war eine. Ich weiß mal nicht, was ich zu den Folgen sagen soll. Was positiv ist, was wir auf jeden Fall ein bisschen mehr in der, also viel mehr in der präsenten Timeline waren, also viel mehr, was mit Boba jetzt passiert bei seiner Herrschaft und von wegen, dass er ja Feinde hat auf jeden Fall mit den Hutten, die aber nur einen, also Black Crescenten geschickt haben und danach dann, ja, das war eine coole Szene, vor allem sehr überraschend, out of nowhere und ja, das war sehr spannend auf jeden Fall, dann, dass er einen Rancor bekommen hat. Auch wenn es nicht Mutti ist. Ich finde das irgendwie sehr merkwürdig, dass es nicht Mutti ist, wenn man den im Bad Batch quasi einführt. Und jetzt ist es doch nicht Mutti, weil es ein Er und Mutti ist eigentlich eine Sie. Ja, sonst bin ich von der Straßengang bin ich jetzt nicht wahnsinnig überzeugt. Also vom Konzept her ja. Aber irgendwie passen die nicht in diese Star Wars Welt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, also auch die Verfolgung später mit dem Assistenten vom Bürgermeister da, die war halt nicht, also die sah nicht gut aus. Einfach, also es war auch nicht spannend, es sah mega langsam aus, muss ich einfach sagen. Also vielleicht bin auch nur ich, aber irgendwie war das irgendwie sehr langsam, was da alles passiert ist. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt dahin geht, aber jetzt Aufklärung von wegen, okay, der Bürgermeister arbeitet für die Pikes und die Pikes werden wahrscheinlich dann Teil von Crimson Dawn sein, die quasi Einfluss gewinnen wollen auf Tatooine. So viel ist eigentlich gar nicht passiert, wenn man alles zusammenfasst. Also bei den Flashbacks haben wir noch gesehen, dass sein Stamm jetzt alle getötet wurde. Das war nur eine ganz kurze Szene. Und er jetzt quasi damit fertig ist und er quasi dann eben alleine weiterziehen muss, jetzt alleine. Und dann später wahrscheinlich seine Rüstung findet und so weiter. Dann beziehungsweise findet dann ja dann den Jaren und die Slave One und alles kommt da wahrscheinlich zusammen am Ende. Tja, aber es war aber auch wieder kein so. Mir fehlt gerade das Wort dafür, aber es war kein Banger. Falls es irgendwie. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung dafür. Es war kein Banger, es war wieder so. Es hat Ansätze dahingehend, spannender zu werden und schneller zu werden. Wie gesagt, mit dem Moment von Black Centern und ja, mit dem Moment halt von wegen dem Gespräch zwischen den Hutten und Boba. Aber dann wurde es wieder relativ langsam und wie gesagt, diese Verfolgungsjagd hat mir nicht so an sich gefallen. Auch da werde ich wieder sehen, wie ich die bewerte. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir jetzt auf jeden Fall zu den Folgen kommen, die spannender sind und wie gesagt, dieser Banger, der dann vielleicht irgendwann kommt. Ja, das wäre es eigentlich, was ich jetzt zu sagen habe zu dieser Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bewertet dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.